Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und so wie es aussieht, erwarten uns in ein paar Tagen wirklich extrem große Neuigkeiten, was das Marvel Cinematic Universe angeht. Bevor wir jedoch mit dem Video anfangen, vergesst auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren, denn damit verpasst ihr gar keine Videos mehr von mir, denn hier bekommt ihr wirklich alles rund um das MCU geliefert. Ihr habt es wohl wahrscheinlich schon am Titel und am Thumbnail erkannt, denn es geht um Captain Marvel als auch Black Panther und dass eben in Kürze schon eine News dazu erscheinen wird, die wohl auch sehr, sehr wahrscheinlich den ersten Trailer zu Captain Marvel betrifft. Doch woher kommt jetzt eigentlich diese News, diese Info? Das Ganze kommt von Grace Randolph, die hat nämlich einen Tweet verfasst, in dem sie kurz gesagt einfach beschrieben hat, dass das MCU wirklich einen großartigen September haben wird. Hier spricht sie nämlich davon, dass sie Insider-Informationen bekommen hat und es sich hierbei um eine Air Force-Pilotin und eine Katze handelt. Eine Air Force-Pilotin, das wird wohl sehr, sehr wahrscheinlich Captain Marvel sein. Und bei dem zweiten Abschnitt, wo sie sagt, also a cat, da könnte man theoretisch auch noch annehmen, dass dies auch noch zu Captain Marvel gehört. Aber in einer Antwort unten drunter hat sie nochmal klar gemacht, dass sie hier über eine Milliarden-Dollar-Katze spricht. Also wird es hier wohl wahrscheinlich um Captain Marvel als auch Black Panther gehen. Doch falls ihr euch jetzt wundern solltet, wieso man dieser Grace Randolph irgendwie trauen sollte, diese besagte Grace Randolph ist der Host von Beyond the Trailer, ein YouTube-Kanal, der sich rund um die Geschehnisse in Hollywood und verschiedenen Filmen beschäftigt und der wirklich nicht allzu unbekannt ist. Weshalb man ihr, denke ich mal, schon etwas Vertrauen schenken kann, wenn es darum geht. Aber die Frage, die wir uns jetzt wiederum stellen, nachdem wir jetzt eben diesen kleinen Tease von ihr bekommen haben, ist es wirklich noch überraschend, dass jemand sagt, dass im September bald noch ein Captain Marvel Trailer erscheinen wird? Denn wir wissen, es dauert nicht mehr lange, bis Captain Marvel erscheinen wird. Es ist noch weniger als ein halbes Jahr hin. Weshalb Marvel sich dringend beeilen muss, da erstmal den ersten Teaser-Trailer wenigstens rauszuhauen. Und ich habe ja schon vor 2-3 Monaten gesagt, dass spätestens im Oktober oder im September ein neuer Trailer zu dem Ganzen erscheinen muss. Und ich glaube, dass wir diesen Monat einen Captain Marvel Trailer jetzt wirklich bekommen, ist eigentlich schon eine sichere Sache. Und dazu werdet ihr natürlich auch auf dem Kanal direkt eine Analyse und Videos dazu geliefert bekommen. Jedoch die zweite interessante Sache, die wir haben, wäre einfach die zu Black Panther, dass sie eben nochmal Black Panther hier mit reinzieht. Da könnte man jetzt zum Beispiel schlichtweg einfach nur ein Sequel ankündigen. Jedoch denke ich, dass mehr dahinter stecken könnte. Da Ryan Coogler ja auch noch davor schon erwähnt hat, dass er sich erst einem Black Panther 2 widmen würde, wenn er wirklich bereit dafür ist und er wirklich die Zeit dafür hat. Es kann natürlich sein, dass er jetzt schon die Zeit dafür hat und sich direkt an diesen Film setzen kann. Aber ich denke, Marvel bzw. Disney möchte einfach hier schon mal die Bestätigung setzen, dass Black Panther 2 wirklich kommt, da dieser Film einfach extremst erfolgreich für sie war und jetzt schon eine riesige Fanbase bekommen hat. Was aber vielleicht ein interessanter Grund sein könnte, weshalb man jetzt ein Sequel zu Black Panther ankündigt, wäre einfach, da wir ja gerade diesen ganzen Trubel mit Guardians of the Galaxy 3 haben, der Film, der ja jetzt stillgelegt wurde und auf unbestimmte Zeit erst wieder fortgesetzt wird, wenn er neues Team zusammengestellt wurde, die diesen Film auch wirklich fortsetzen kann. Vielleicht hat die Ankündigung des Black Panther Sequels ja etwas damit zu tun, dass man mit diesem Black Panther 2 den Guardians of the Galaxy 3 Film ersetzen möchte, der 2020 normalerweise hätte erscheinen sollen. Denn wir wissen, Marvel hat diesen Plan, dass jedes Jahr 3 neue Marvel Filme in die Kinos erscheinen. Und jetzt fehlt eben einer für 2020, der davor schon geplant war. Wir wissen, Doctor Strange geht bald ran und die Dreharbeiten sollten da auch bald schon beginnen, womit wir theoretisch einen Film schon mal für 2020 hätten. Guardians of the Galaxy 3 wurde jetzt abgebrochen und mit dem können wir wahrscheinlich nicht mehr hundertprozentig 2020 rechnen, weshalb man jetzt hier nochmal 2 Filme braucht, um 2020 zu filmen. Und vielleicht ist einer dieser Filme ja Black Panther 2. Aber ja, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr über diese News? Freut ihr euch schon auf den Captain Marvel Trailer bzw. auf den neuen Black Panther Film? Vergesst auf gar keinen Fall, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Ganze gefallen hat, als auch diesen Kanal zu abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Genau, wenn es zur Ankündigung von Black Panther 2 oder einem ersten Trailer zu Captain Marvel kommt, werdet ihr es natürlich hier als erstes erfahren. Und ja, das wäre es auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde dabei sagen, ciao.